mein Gesicht, wenn die Videobank frei ist. Yeah! Herzlich willkommen bei Paragraphen Sylvia und dem neuen Video, die Altlastenliste. Wofür brauchst du eine Altlastenliste? Damit du weißt, was du weglassen kannst, damit es dir besser geht. Und damit dir bewusster wird, wie einfach das ist, deinen Rucksack zu leeren. Ja, es gibt schon die Kann-Weg-Liste. Aber du weißt vielleicht auch aus irgendeinem anderen Kurs oder aus irgendeinem anderen Kapitel hier, Wiederholung, Vertiefung aus anderer Perspektive hilft. So, meine Lieben, 1. Mai, wundervollstes Wetter. Und ihr habt das Bild gesehen vom Müllhaufen. Oder du hast das Bild gesehen vom Müllhaufen. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Altlastenliste, damit dein Leben so richtig Fahrt aufnehmen kann. Wenn du irgendwo hin möchtest, dann darfst du ja eingeben ins Navigationsgerät dein Ziel. Viele vergessen aber einzugeben, wo sie starten. Das brauchen sie auch beim modernen Navigationsgerät nicht, weil das Navigationsgerät das weiß, weil es KI ist. Aber du bist keine KI, deswegen darfst du dir erstmal bewusst machen, wo du eigentlich gerade stehst und wo du startest. Und dafür ist das wichtig, dieses Video, die Altlastenliste, zu verinnerlichen und umzusetzen. Denn Wissen ist das eine, Verstehen ist das zweite, Umsetzen ist das dritte. Also, die Altlastenliste. Wenn du jetzt so ein Gegenbeispielsortierer bist, dann sagst du, ja, wir hatten doch schon die Kann-Weg-Liste, wieso denn jetzt noch die Altlastenliste? Das ist doch bestimmt das Gleiche. Nee, ist es nicht. Und wenn? Ich sag niemals am 1. Mai das Gleiche wie am 40. April, am 30. April, denn ich entwickle mich immer weiter. Ich auch, jawohl. Und wenn du Sachen wiederholst, dann sitzen die richtig. Also wenn ich es, selbst wenn du das Video von gestern heute nochmal sehen würdest, würdest du dabei etwas lernen. Denn es würde weiter, tiefer in dein Unterbewusstsein sacken. Also guck einfach weiter. Die Altlastenliste. Ich muss auch meine Liste ein bisschen hochhalten, ein bisschen spinksen. Genau, die Altlastenliste, was bringt die dir? Die bringt dir, dass du nicht mehr gleichzeitig auf Gas und Bremse stehst. Du kennst ja meine Vergleiche, ich fahre ja schrecklich gerne Auto und deswegen das Navigationsgerät und das gleichzeitig auf Gas und Bremse stehen, das sind authentische Bilder für deinen Kopf von Paragraphen Sylvia. Wenn du jetzt andere Bilder brauchst, dann mach sie dir. Ich liefere dir nur mich, 100% mich. Also Gas und Bremse, nee, wir arbeiten jetzt an der Bremse, weil wir ja Gas geben wollen. Dann bringt das nämlich mit dem gleichzeitig Bremsen nichts. Und dieses Video ist auch dazu da, damit The Gap, kennst du das? GAP, die Spanne zwischen deiner Fantasie, dem, was du dir wünschst, und der Realität kleiner wird. Wenn du nicht mehr auf Gas und Bremse stehst, dann realisiert sich plötzlich das, was du in der Fantasie vorher nur im Kopf hattest. Hm? Schönes Bild, gefällt dir? Und dann ist noch was, das hatten wir vorhin schon. Dein Rucksack wird leer. Wenn du die Altlasten, deswegen heißt das Lasten, aus dem Rucksack nimmst, dann ist der Feder leicht und du kannst leichten Schrittes weiter voranschreiten. Und wir möchten gerne entweder vor den Dingen davonlaufen, die uns nicht passen im Leben. Das wird aber ja nie klappen. Das hast du sicherlich auch schon 85 Mal mindestens versucht oder 185 Mal. Weglaufen bringt nichts, sondern am besten ist es, man lässt das einfach mal so durchwandern. Das heißt, du fühlst es mal und dann sagst du, danke, brauche ich nicht mehr und weiter geht's. Denn die Sachen, die du erlebt hast, ich finde es viel sinnvoller, diese Altlasten zu transformieren, anstatt sie wegzuwerfen auf so einen Müllhaufen. Kannst du ja mal gucken, wie du vielleicht recyceln kannst. Jetzt kommt ein Zug, der wird einfach eingebaut. Das ist der Zug des Lebens. Der fährt hier immer.
Also, du recycelst das, was du erlebt hast, nämlich der Gestalt, dass du guckst, was kann ich denn daraus machen? Und mein Bild, was ich auch für die Werbung benutzt hatte, war, du machst deinen Startblock daraus, also wenn das der Sprint des Lebens ist und du willst ja von der Bremse runter und sprinten, dann machst du einen Startblock daraus, was du erlebt hast, die Altlasten, und zwar einen Startblock, der dir noch so einen richtigen Schwung mitgibt. Das heißt, der tritt dich noch in den Arsch, wenn du startest. Ich mag ja meine Bilder. Ich hoffe, du auch. Dann schreib mir gerne was in die Kommentare. Also, du startest also mit einer Altlast, aber die ist recycelt. Und wie das geht, das machen wir bei mir im Coaching. Aber erstmal ist es wichtig, bevor du zu mir kommst und wir arbeiten, dass du weißt, wo du stehst und was willst du eigentlich recyceln. Was sind deine Altlasten? Deine Altlasten sind die Peaks in deinem Leben, und zwar die unangenehmen Peaks. Jetzt kommen irgendwelche Schwätzer, aber die lassen wir einfach weiter schwätzen. Wir fokussieren uns auf dieses Bild. Ich rede mal weiter. Es sind auch sogar vierbeinige. Wie wunderbar. Habt ihr noch eine schöne Optik? Guck mal, wie schön. Ist das cool? Habe ich extra für euch bestellt. Ich kann manifestieren, kann ich. Also die Peaks, die schreiben sich mit EA im Englischen, Peak, und nicht wie im Deutschen mit IE. Aber die Peaks, die pieksen. Und die recyceln wir. Also was dir in der Vergangenheit wehgetan hat, was dich gepiekst hat, das recyceln wir. Und zwar in allen Lebensbereichen. Du nimmst dir das Lebensrad bitte vor, du fährst mit deinem Lebenszug zurück und dann schaust du, was waren da für Sachen, für Altlasten, welche Glaubenssätze, welche belastenden Erlebnisse hast du gehabt, die dich davon abhalten, jetzt Fahrt aufzunehmen. Und wenn du das schon mal so, wenn du dich da schon mal reingefühlt hast, dann können wir besser durchstarten. Du musst das nicht, aber weil die Dinger tauchen auch, wie die Helene Frost immer so schön sagt, die Dinger tauchen von ganz alleine auf, wenn wir anfangen zu arbeiten. Aber jeder hat ja einen anderen Ansatz, anzufangen mit mir zu arbeiten. Entweder bist du so ein sortierter Typ. Ich mag ja inzwischen Ordnung. Früher habe ich gedacht, nee, Ordnung beschränkt mich. Inzwischen weiß ich, wenn ich ein Ziel habe, dann ist Ordnung, das kann dazu führen, dass ich mein Ziel schneller erreiche. Dieses Video ist auch nur für dich. Vielleicht hätte ich das am Anfang sagen sollen. Wenn dir diese Art und Weise zu arbeiten Spaß macht. Und du bist ja jetzt hast du den Kurs ja einmal gekauft oder das ist hier das Probevideo, aber dann weißt du, du musst mir auch wie bei Helene Frost, du musst mir nichts glauben, sondern du kannst einfach sagen, oh ja, das spricht mich an, das möchte ich so. Also wir suchen hier nicht die Haare in der Suppe, sondern wir suchen hier die Perle in der Muschel. Und wenn du Perle in der Muschel gefunden hast und sagst, oh ja, das meins, dann machst du das. Und wenn du sagst, nee, das ist Haar in der Suppe, mag ich nicht, dann machst du es nicht. Okay? Und das war's. Die kann ich schon rausschneiden. Die kann ich aber auch irgendwie schwärzen. Oder ich muss jemanden fragen. Oder ich lasse es einfach drin. Ich weiß es auch noch nicht. Ihr Lieben, es ist der 1. Mai 2024. 8 Minuten 30 für einen Beitrag in der Listenliebe, Liste gut, alles gut. 2024 ist dein Jahr des Durchbruchs, vielleicht. Und wenn du heute starten möchtest, dann machst du das vielleicht mal und kaufst dir mal die Listenliebe, wenn dir das hier gefallen hat. Und ich schenke dir diesen ganzen Beitrag, ich weiß aber noch nicht wie lange, indem ich ihn bei YouTube öffentlich stelle. Ich wünsche dir einen wundervollen Mai-Feiertag. Der Link für den ganzen Kurs ist unten in den Shownotes und abonniere doch gerne meinen Kanal, weil wirst du dann schon sehen, was passiert.
Hab einen wunderbaren Tag, bleib gesund und viel Freude beim Recyceln deiner Altlasten. Tschüss.